Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich bin Mahadevi und es ist Windfischzeit. Also nicht nur Bossgegner, sondern super mega hyper duper Bossgegner. Indem ich einige von Imchens Aufgaben hier, Boris Herausforderungen gemeistert habe, habe ich jetzt auch alle Herzen voll. Und damit beste Voraussetzungen, um mich dem Windfisch zu stellen. Ich habe Balsam, ich habe drei Feen. Es kann immer noch alles schief gehen, aber daran liegt es nicht so. Mit der Lupe kann ich jetzt dieses Buch lesen und das ist wichtig. Rechts, oben, links, oben, links, oben, oben, oben. Oh Gott. Kann sich das mal bitte einer für mich merken? Rechts, rechts, oben, links, oben, links, oben, oben, oben. Hoffen wir mal, dass ich das hinkriege. Rechts, oben, links, oben, links, oben, oben, oben. Ja, wird schon. So, mit der Info geht es jetzt zum Windfisch. Und das Fiese ist, dass es jetzt noch echt voll lange dauert, bis ich dieses Wissen einsetzen muss. Ah, oh, rechts, oben, links, oben, links, oben, oben, oben. Und jetzt gehen wir zu dem Teil, an dem wir noch gar nicht waren. Ey, seht zu, dass ihr nicht schon bei diesen scheiß Schweinepriestern hier ein Herz verliert. Das wäre echt ärgerlich. So, jetzt geht's zum Windfischei. Da könnt ihr auch schon vorher hin. Bringt euch nur nichts, weil ihr nicht reinkommt. So. Und der Windfisch möchte gerne ein Lied hören. Und zwar sein Lied. War der jetzt ernsthaft? Ah, jetzt. Ich muss sagen, ich finde diesen Bossgegner hier ziemlich fies. Denn es sind sehr viele direkt hintereinander ohne Pause. In späteren Zelda-Spielen ist man dann meistens in Ganons Schloss, muss nochmal fiese Gegner besiegen, aber hat immer wieder Pausen dazwischen, wo man sich nochmal mit Herzen aufladen kann, nochmal nach Atem ringen. Hier nicht. Also bereitet euch echt gut vor. Aber was ich schön finde an diesem Spiel, ich weiß nicht, ob es das erste ist, bei dem das möglich ist, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, nachdem ihr den Windfisch besiegt habt, könnt ihr weiterspielen. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt noch nicht alle Zaubermuscheln gefunden habt oder alle Herausforderungen von Boris gemeistert. Denn das Spiel geht hinterher weiter. Und deswegen gibt es auch die letzte Puppe erst nach dem Windfisch. So, rechts, oben, links, oben, links, oben, oben, oben. Kriege ich hin. Ja, und der Windfisch ist natürlich nicht in diesem Ei drin. Das ist nur der Eingang zu einer komischen Welt. So. Ist das nicht erst das Labyrinth? Naja, offensichtlich nicht. So, wir erinnern uns. Rechts. Oben. Links. Oben. Links. Und jetzt dreimal nach oben. Zwei. Tada! Und da müssen wir jetzt auch einspringen. Juhu! Wer möchte nicht in dunkle schwarze Abgründe springen? Yay! Mhm. Naja, was habe ich denn für eine Wahl? Ah, jetzt fällt mir wieder ein, was ich als erste Waffe brauche. So, da ist der Albtraum. Also,
die Sache mit dem Zauberpulver kommt euch ein bisschen bekannt vor, ne? Das ist so ein Blob. Alter! Zieht euch ein rein, wie oft das Vieh mich trifft. Ich hoffe für euch nur, dass ihr bis dahin auch schon mehr Zauberpulver habt. Ich habe jetzt 40 und es hat gereicht. Gerade so. Oh, ich weiß, was der macht. Ich weiß, wie ich reagieren muss. Ich denke, das Vorgehen ist bekannt, oder? Ah. Das ist der sogenannte Schattenganon. Hier heißt er anders. Ja, Ping-Pong spielen. Schätze mal, wenn ich zu weit... Ups. Bei denen einfach ausweichen. Wenn ich zu weit weggehe, dann ist der weg, bevor die Kugel ihn trifft. Mann, eigentlich kann ich das Spiel deutlich besser so, siehst du? Klappt doch. Wieso? Mehr als dreimal, Alter! Scheiße, ey, ich bin erst beim zweiten Gegner. Und hab schon bald keine Herzen mehr. Kacke. Ah! Das hat doch bis eben so super geklappt. Naja, wenigstens wurde ich nicht direkt getroffen. Hey, gleich noch eine Fee nehmen. Nee, noch eine nicht. Übrigens, wenn ihr hier zwischendurch mal einen Schnitt feststellt... Dann bin ich gestorben und musste von vorne anfangen. Oh, na, den kennen wir ja. Wah! Berühr mich nicht. Okay, so schnell hatte ich den jetzt aber nicht in Erinnerung. Gut, aber war schnell besiegt. Oh je, jetzt kommt Ihmchen. Ihmchen ist echt schwer. Ihr braucht hier die Pegasus-Stiefel. Ah! Zu spät. Herzen sind schon wieder ganz schön runter. Konzentration. Ah, verdammt. Hab den erst einmal getroffen, die Potsau. Ja, zweites Mal getroffen. Und noch Herzen übrig. Zu früh. Drittes Mal getroffen. Das Fiese ist, wenn ihr sterbt,
fangt ihr nochmal so richtig von vorne an mit allen. Ich hab den geschafft! Das ist mit Abstand der fieseste von allen. Und ich hab noch. Und ich hab noch mein Balsam übrig. Na, hier braucht ihr den magischen Pyrostab. Und als nächstes den Bumerang oder die Pfeile. Ich persönlich bevorzuge an der Stelle die Pfeile. Der geht eigentlich. Wenn man nicht so blöd ist, auf seine roten Hände zu... springen. Ohne getroffen zu werden. Yay. Ah, ich glaube, das wird was beim ersten Anlauf. Geilo. Sei denn, ich werde jetzt noch 5-mal getroffen, weil das Vieh so lange dauert. Kann es sein, dass sich die scheiß Arme schneller bewegen? Geschafft, Mann! Ich hab's geschafft! Gewonnen! Gewonnen! Ich habe gewonnen! Ja. Ist von jetzt an nur noch, das Ende angesagt. Natürlich schläft der Windfisch hier oben im Weltall. Hätte der mich überhaupt gehört, wenn ich da an dem Ei gesungen hätte? Puh, na gut, der träumt ja alles. Ja, und jetzt? Mhm. Und dann ist nicht nur die Eule weg. Alter, das ist eins der traurigsten Enden überhaupt. Vor allem frage ich mich, wenn diese ganze Insel nur geträumt ist, wie kann Link dann auf die Insel gelangen und sie wieder verlassen? Tja. Oh mein Gott, das ist der traurigste Teil überhaupt. Dass wir auch noch zugucken müssen, wie sich die ganze Scheiße hier auflöst. Alle weg! Zieht euch das rein! Mann. Tja, Link. Wo auch immer du gerade stehst, auch das ist jetzt weg. Am Arsch.
Link, aufwachen! Du warst nie auf der Insel, du bist noch auf dem Meer. Oder warst du etwa doch da? Ist das nicht Ihmchen, die da singt? Ja! Würde mich mal interessieren, war er jetzt wirklich da oder hat er wirklich nur mit dem Windfisch zusammen geträumt? Und er ist im Traum quasi in den Traum des Windfischs rein. Naja, schon gruselig, wenn so ein riesen Fisch auf einmal über einen rüberfliegt. Das Problem ist, Link, du sitzt immer noch auf dem Meer, auf einem beschissenen Floß mit einem verfickten Fass. Gut, du freust dich, dass du Marin hörst, aber da ist immer noch das Problem, wie du da wegkommst. Oder nimmt dich der Windfisch mit? Und natürlich gucken wir uns den gesamten Abspann an. Das gehört dazu. Ja, der Windfisch ist ein verliegender Wal. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, es hätte auch kreativere Ideen gegeben. Eine weniger gestaltliche Figur, so aus Wind und Flügeln und Fisch. Schwer zu beschreiben. Wie habt ihr euch den Windfisch vorgestellt? Kanntet ihr ihn schon? Wusstet ihr, dass der so aussieht? Oder woran denkt ihr dabei? Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich voll freuen. Wobei, irgendwie haben sie es ja auch mit fliegenden Walen. In Skyward Sword gab es ja auch Narisha, den großen Wal. Es gab ja jetzt vor einigen Monaten den Trailer zu Breath of the Wild 2 und da wird ja ganz viel in Nostalgie geschwelgt. Allein schon die ganzen Namen der Gebiete. Ich frage mich, ob im zweiten Teil auch der Windfisch irgendwie was bekommt. Weiß ich nicht, Windfischberg oder Windfischteich oder Windfischhöhen mit Teich. Wer weiß. Obwohl, es spielt ja eigentlich in der gleichen Welt wie Breath of the Wild. Obwohl, die kann sich ja auch wieder verändert haben. So genau war das jetzt auch schon so lange her, dass ich den Trailer gesehen habe. Ich hatte auch wenig Aufmerksamkeit für die Gegend, weil ich viel zu traumatisiert war von diesem Vieh aus dem Trailer. Naja. Aber bevor es mit Breath of the Wild weitergeht, kommt ja nächste Woche Freitag erstmal Pokémon raus. Worauf ich mich freue, weswegen ich jetzt auch mal die Arschbacken zusammenkneife und Link's Awakening fertig mache. Praktischerweise bin ich wegen meiner OP immer noch krankgeschrieben und habe auch die Zeit. Und auch die anderen Videos sind dazu so gut wie fertig. Die Ausrüstung, die Herzteile. Das einzige Problem ist, dass ich diese verfickte letzte Muschel nicht kriege. Eigentlich kriege ich die, wenn ich zum ersten Mal einen Herrn des Teiches angle, am Angelteich. Diesen riesengroßen blauen Fisch am Grund. Aber es klappt einfach nicht. Das ist zum Kotzen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch das letzte Plüschtier einsammeln und die Herausforderung fertig machen. Und dann war's das. So. Das war's mit dem Abschluss. Dafür muss ich aber auch sagen, es gibt auch geilere Abschlüsse. Und ich habe es euch versprochen. Guck mal, da ist jetzt ein Sternchen dran, weil wir das schon einmal durchgespielt haben. So, und im Prinzip fangen wir jetzt beim Windfischei an, wo wir fertig sind. Und den besiegen wir nicht nochmal. So, und jetzt könnt ihr halt noch andere Dinge fertig machen, die fertig gemacht werden wollen. Wir sehen uns wieder, naja, jetzt kommen ja noch die nächsten Let's Plays mit den Herzteilen, die Zaubermuscheln, die Ausrüstung und das ganze Pipapo. Und mit der neuen richtigen Story treffen wir uns wieder nächste Woche Freitag, wenn Pokémon
Ja, ich werde mir Schild kaufen. Schild rauskommt. Aber ich habe es mir im GameStop vorbestellt und der macht um 10 auf. Das heißt, ich werde nicht um 0 Uhr starten wie bei Pokémon Let's Go Evoli, sondern ich werde gegen 10:30 anfangen zu spielen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja, ich schätze mal, dass dann gegen Mittag der erste Teil rum ist. So. Und eigentlich, das will ich jetzt mit euch noch schnell zusammen erkunden. Muss ich alle Herausforderungen abgeschlossen haben? Oder reicht es, den Windfisch zu besiegen, damit die letzte beschissene Puppe erscheint? Ha, Windfisch reicht. Gut, dann sehen wir uns wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch richtig gefallen hat, gebt mir ein Abo, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wir sehen uns wieder. Tschüss!